Ja, meine Freunde, lang, lang ist es her, aber es geht mal wieder an einen Live-Commentary meinerseits. Wir befinden uns im Katapri-Patch und auch tatsächlich mal mit einem Char, wo ihr länger kein Commentary mehr gesehen habt. Und das mit meinem Krieger. Ja, lang, lang ist es her. Getransmogt sind wir natürlich auch, so wie es sich natürlich für jeden sich gehört hat, direkt zum Pre-Patch erstmal sich transmoggen. Das haben wir natürlich getan, die ganzen Armor Penetration Steine wurden natürlich zu Grit umgeändert, dementsprechend sind wir hier natürlich auch noch dementsprechend gesockelt, dementsprechend, dementsprechend. Wie viel dementsprechend wir zu sagen? Ja. Wundert euch nicht, dass das Gear hier noch nicht so der Brüller ist. Generell geartechnisch war der Krieger jetzt nicht so der absolute Brüller. Ehretechnisch hat er jetzt auch nicht gerade viel. Ich habe gerade schon im BG gespielt. Das war Auge des Sturms. Das haben wir irgendwie innerhalb von 2 Minuten oder so mal eben lockerflockig gewonnen. Und jetzt dachte ich mir mal so, weißt du was? Komm. Dann schauen wir uns doch mal an, wie wir uns hier jetzt mal in dem nächsten WG schlagen. Da sich natürlich einer gewünscht hat, dass wir mal wieder Commentaries machen oder generell mal wieder PvP machen sollten, dachte ich mir mal, dann machen wir das doch gleich auch mal. Da ich eh keine Ahnung habe, was ich machen soll, hat sich das eigentlich sogar angeboten. Joa, dann auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Na? Nein, Spaß beiseite. Wir gehen natürlich jetzt hier einmal rein. Wir kriegen nur noch 45 Ehre für den Sieg, für die Niederlage nur noch 15. Das natürlich wieder durch die 10% extra Ehre, die wir natürlich durch unsere eigene Gilde hier haben. Ja. Pre-Patch. Irgendwas mit den Invasionen der Elementare war da was. Hat WoW veröffentlicht. Ich hatte den Pre-Patch zu Katar nie gespielt. Dementsprechend, ich habe davon absolut keine Ahnung, dass der Pre-Patch aber verbuggt ohne Ende ist. Das weiß ich. Und was ich auch weiß, ist, dass die hergestellten epischen Battle.net-Account gebundenen Sachen, die du über die Archäologie kriegst, dir aberkannt werden, weil sie eigentlich noch gar nicht erhältlich sein sollten. Ja. Das wird natürlich wieder zu etwas Aufruhr sorgen, vor allem in der Community, weil viele haben sich extra die Scheiße gefarmt und hunderte oder tausende dieser Drecks epischen Scheißteile da zusammengesucht, ach, Fragmente sage ich, und wollten da jetzt ganz gemütlich auf Chillowanillo wahrscheinlich hier ein bisschen Party machen. Aber ja, das wird anscheinend wohl nichts. Weil Blizzard sagt, nö, ist doch nicht. Ja. Ist natürlich Kacke für jeden, der es jetzt hat und es natürlich wieder aberkannt bekommt. Aber das sind natürlich wieder Sachen, da steckst du nun mal nicht drinne. Da kannst du ja halt jetzt auch ehrlich gesagt nicht groß was gegen machen. Außer einfach hoffen und beten, dass das Blizzard doch nochmal abändert. So, zapp. Wir Beybladen direkt erstmal hinterher und damit ist der Kollege auch tot. Joa. Und direkt wieder aufmounten und erstmal hier gegen den Hügel laufen. 1A, Jungs. Sie haben natürlich einiges abgeändert, das muss man natürlich auch mal zugute halten. Na. So, zapp. So, ich würde gerne auch nochmal was machen. Hallo. Aber anscheinend darf ich nicht. Hallo? Ah, da kommt wieder einer. Hi. Du wirst erstmal gestunt, Kollege. Zap. 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 Oh, ich habe einen Kill. Cool. Ich habe einen Kill gemacht. Ich habe einen Kill gemacht. Jetzt muss ich einmal kurz hier ran. Dann muss ich einmal hier. Zap. Einmal shattern. Zap. Zap. Und dann einmal das. Ich habe keine Ahnung, was ich hier zünde, aber auf jeden Fall zünde ich irgendwas. Da muss ich mir auf jeden Fall nochmal ein paar Makros schreiben und gucken, wie genau und was genau ich da irgendwie zünde. Na. Und ja, aber ansonsten bisher. Erster Eindruck vom Krieger. Ganz nett. Da steht ein Schamanski einfach AFK.
Okay. Ja, natürlich, absolut, Kollege. Ja. Mache ich auch jeden Tag. Nee, da wurde ich auf jeden Fall einmal ganz kurz niedergerüstet. Aber hey, it is what it is. Da steckst du nun mal nicht drin. Wie gesagt, ich habe halt mit dem Char auch absolut kein Gier, ne? Also, so wenig Gier kannst du halt eigentlich schon gar nicht mehr haben, wie ich hier jetzt gerade. Außer du kommst halt nicht ran. Na, so, zap. Aber hey, it is what it is. So, sehr viel haben wir auf jeden Fall schon mal gepoppt, dass wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen Tabula Rasa machen können. Aber irgendwie will das alles nicht so, wie wir das wollen. Wir haben hier auf jeden Fall zwei Kills. Das ist schon mal ganz nett. Bladestorm haben wir leider nicht. Glyphentechnisch habe ich auch nicht ganz so viele. Ich habe nur tödlicher Stoß und Überwältigen drin. Wie ihr seht, habe ich hier auch glyphentechnisch gar nichts mit dem Char so gesehen groß vorbereitet. Ja, im Großen und Ganzen, was sage ich bisher zum Pre-Patch? Es macht Spaß und es nervt, ne? Berufebedingt habe ich natürlich auch ein bisschen was. Na, natürlich kann er zweimal steppen, natürlich. Natürlich kannst du zweimal steppen. Ah, absolut. Dann lass uns doch mal gucken. Hinterhalt für 11,5. Natürlich. Ah, Melee-Hits für 2,2k. Absolut. Ah, also, ihr seht, dass da auf jeden Fall wirklich sehr viele stupide Sachen drin sind. Also, ich weiß ja nicht. Ah, dementsprechend, ja. Na, wupp. Kommen da immer so Sachen bei rum, wie jetzt gerade zum Beispiel, dass da dann Sachen bei sind, die da zum Beispiel absolut keinen Sinn machen. Ja, komm. Wupp. Ach du Kacke. Ist da was los? Naja, gehen wir einfach mal rein hier, zap. Ich habe keine Ahnung, warum ich mein Blut nicht verwenden kann, warum ich hier überhaupt nichts machen kann. Hallo! Ich würde gerne was machen. Ja, cool, danke schön. Nachdem ich einfach 20 Minuten lang nichts machen durfte, obwohl ich nicht gestunt war. Geil. Ich würde halt auch gerne was machen. Na? Ja, halt wirklich mal cool. Na? Vor allem, ich verstehe auch nicht, warum ich Overpower nicht nutzen durfte, obwohl es geleuchtet hat. Das sind auch so Sachen. Na, kriegst erstmal eine Kniesehne. Warum knockst du den, Kollege? Es hat absolut keinen Sinn gemacht, dass du den jetzt wegnockst. Ah. Es hat absolut gar keinen Sinn gemacht, Kollege. Ja, und dank dir kommt er jetzt auch weg. Coole Sache, du. Zap. Geht doch. Da konnte man halt einfach auch mal rankommen. Wo ist denn hier das Ding zum Wegwerfen da? Schmeißen wir die Passagiere mal runter. Guck mal, so. Und da haben wir einen Heiler. Sehr schön. Da vorne ist auf jeden Fall wieder dicke Party. Da wurde auf jeden Fall wieder einer zerlegt. Sehr schön. Und da haben wir sogar gewonnen. Sehr geil. Drei Kills, drei Tode. Wie viel Schaden haben wir gemacht? 140k. Die Bonus-Ehre, lasst euch davon nicht täuschen. Das ist absolut rake. Also, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich dafür, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir hören und sehen uns im nächsten Live-Commentary. Ciao, ciao.